Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Undercover. Wir machen jetzt hier Hornissennest. Und vielleicht bauen wir noch ein GDR heute. Port Crescent Dockyards heißen die, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich sollte Mucke ausmachen, denn Iskadzen oder Kudzene. Schön Pagani Zonder. Ja, heißt einfach nur Zonder, ne? Das Ding. Get their attention, aber wir wollen doch einfach weg. Ach so, wir sollen die Bullen holen. Und dann wahrscheinlich die Bullen zu deren Lager führen oder was? Interessant. Ja, bist ja jetzt von selber drauf gekommen, Junge. Erhöhe den angerichteten Sachschaden auf 25.000. What the fuck? Da hat sich aber irgendjemand gedacht, oh, hol mal ein paar Polizisten. Darf ich ja auch wieder wegfahren oder ist das jetzt endlich so? Okay, cool. Gut, gut. Ich bin scheinbar noch cool. Jetzt nicht mehr? Muss ja mal kurz ausgetestet. Hallo! Ich hasse es, wenn die einen wegrammen. Kein Nitro ist natürlich schlecht für mich. Wo kann ich denn hin? Ich mach erstmal wieder Mucke an, ne? Da, Mucke. Gut, dann fahren wir scheinbar jetzt erstmal einmal im Kreis. So wie es aussieht. Ja, dann machen wir hier mal Bang. Nicht kaputt gegangen, cool. Doch, jetzt kaputt gegangen, gut. Ja, Bruder, sind jetzt 18. Also sind schon 18, besser gesagt. Da fahren wir natürlich auch durch. Natürlich fahre ich durch die Straßensperre. Glaubst du, ich halt davor an? Also jetzt mal ernsthaft. Ja, in der gesamten Geschichte der Verfolgungsjagden. Wie viele Straßensperren wurden durchfahren und wie viele haben geblockt? Hm? Jetzt mal kein Scherz. Ja, also jetzt mal... So, auf einer Skala von 1 bis, weiß ich nicht, wie viel tausend Straßensperren es in der Geschichte gab. Wie viele davon waren wirksam? Hm? Ja, Meilenstein erreicht. Schüttel die Cops ab. Okay, wir müssen sie nur noch loswerden. Interessant. Das sollte jetzt nicht so schwer werden. Wir sind ja in der Stufe 5 gesucht. Aber wir haben immerhin noch nicht die ranzigen Kackbullen am Arsch. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ehrlich gesagt. Alter Auto. Gibt's hier irgendwas zu zerstören? Ja, nächste links. Okay. Junge. Dass die Karre schon wieder kein Nitro hat, das macht natürlich... Alter! Auto, ich lenke nach links. Darf ich auch noch links fahren, bitte? Habe ich irgendeinen damit kaputt gemacht? Nein. Geil. Immer geil, wenn man keinen damit kaputt macht. Besser wird's nicht. Okay, übernächste rechts. Beziehungsweise einfach Straßenverlauf folgen. Polizei loswerden, eigentlich einfach. Hier gerade nicht so. Weil, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Zack, ist er weg. Ich fahre nicht schnell. 280 ist ja jetzt nicht so schnell, ne? So. Und jetzt fahre zu Shao Wus Haus. Da sind wir ja sogar schon. Ich mache mal Mucke aus, weil jetzt bestimmt was passiert. Das hier ist kein Haus. Das hier ist gerade mal ein Grundstück, Junge. Ja, Mai. Gut, dass wir...
of business, you're worthless to me. That's a dangerous place to be. Hat er gerade gesagt, wir sind wertlos für ihn? Okay, keine Ahnung. Wir machen wieder Mucke an. Scrollen mal raus. Okay, er hat wieder einen Job für uns. Lass mich raten, es gibt auch neue Dingens? Nein, gibt's nicht. Krass. Gut, dann machen wir heute ein paar. Beziehungsweise wir machen... Ja, mei, Cops. Komm, ich will die Cops wieder hinter mir haben. Damit ich die nächsten Tage einen Spaß haben kann mit dem GTR. Okay. Front erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an den GTR, weil... Fetter Kühlergrill. 15. Ja, Junge, wer hat sich das ausgedacht? Wo fahrt ihr überhaupt hin? Kommt her. Los. Guck mal hier, hier. So, jetzt geht ihr weg. Ist der zweite Heiler geblieben? Der zweite ist Heiler geblieben. Ich krieg Kotzreiz, Alter. Normalerweise gehen die kaputt, wenn man die anguckt. Und jetzt... Nee, du, der ist doch noch wie neu. Der kann doch noch fahren. Wir brauchen halt auch unbedingt neue. Ne? Also da vorne ist ein Roadblock, da können wir durch. Also kein Roadblock, da vorne ist so ein Zerstördingen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Da können wir durchkneten. Ja, schön. Jetzt haben wir drei. Ich bin auf einmal komplett woanders. Das Spiel ist nicht gut gemacht. Da vorne ist noch einer. Den könnten wir auch mit Glück schon direkt zerstören. Na, ja, wahrscheinlich nicht. Oder? Nee. Okay. Schade. Das da unten möchte ich eigentlich noch nicht zerstören, weil das ist eigentlich so meine beste Entkommensmöglichkeit eigentlich. Na, Junge! Ich fahr rechts und er fährt einfach woanders lang. Dummer Spaß. Gut, dann halt nicht. Tschüss. Düsken, ne? Düsken. Ach Gott, ey. Die Bullen sind so dumm. Es ist halt unbeschreiblich, ne? Du willst sie schon nicht verlieren, du willst sie ausschalten und sie sind weg. Let's go. Jetzt kommen natürlich auch keine neuen. Weil, warum auch, ne? Also, Cops in der Stadt. Also klar, es ist unwahrscheinlich für normale Cops, dass ich jetzt wieder in die Stadt fahre, weil ich würde mich ja voll beschränken, was Geschwindigkeit und sowas angeht. Super Staatseinheit ausgeschaltet. Schön. Wo ist der nächste Fickfuck? Da hinten, aber ist die Tankstelle. Da wird wieder nichts kaputt gehen. Ah, wollen wir wetten? Höchstens zwei, sage ich. Wir haben vier jetzt. Ich sag, höchstens zwei gehen da kaputt, okay? Ah, ich würde sagen, ich habe recht gehabt, ne? Also keiner. Das ist gut. In den alten Teilen waren die Tankstellen immer übel gut. Wenn die schönen großen Radios weggesprengt haben. Möchte ich hier geradeaus rüber über die Brücke? Ja, da ist auch ein Roadblock. Cool. Also, so ein Zerstörding. Wie heißen die denn? Die hatten Namen. So ein Bonbon halt. Jungs, was macht ihr da? Nee. So. Zack. Jetzt hat nochmal vier ausgeschaltet. Ne, drei insgesamt. Und den Typen, den ich vorher schon weg hatte. Okay. Das sind nochmal zwei gewesen. Ich habe mich erstmal überschlagen. Fetter V8 hier drin übrigens. Glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich brauche noch fünf, ey. Wir pimmeln hier schon wieder 5 Minuten nur mit dem Bullen rum. Ich muss nicht verstehen, warum sowas im Spiel drin ist, oder? Muss ich das verstehen? So. Der hat überlebt? Ist klar, Alter. Ich brezel dem richtig rein. Der hat nicht mal mehr Licht auf dem Dach. Und der überlebt die Scheiße einfach. Gut, dann fahren wir da hinten nochmal rein. So, jetzt möchte ich hier bitte einmal kurz gucken. Ich sehe tatsächlich gar keine Nagelbänder, aber cool. Manchmal werden einem Nagelbänder angezeigt, obwohl, glaube ich, gar keine drin sind. Da ist die nächste.
Sehe ich auch wieder keine Nagelbänder, obwohl welche drin sein sollen? Keine Ahnung. Der ist in Fritte. Oder anders gesagt, das Ding ist Fritte. Wie mein Lieblingskollege Jan sagen würde. Bang. Sollte gereicht haben, oder? So. Ey, Leute. Muss das sein, dass sie... Das ist doch komplett scheiße gemacht. Tut mir leid, ich war da ja quasi weg. Und dann spawnt auf einmal einer hinter mir. Das war ja nicht mal der Typ aus der Straßensperre. Das war ja einfach irgendein Random. Jetzt haben wir hier wieder eine... Nein, Fisch, da fährst du nicht rein, auch wenn man da ihn hätte zerstören können. So, jetzt können wir da von mir aus durchfahren. Okay. Oh Gott. Ich möchte einmal Gas geben. Bumm. Das ist halt total geil, ne? So, hier oben ist natürlich auch nichts zum Entkommen. Natürlich auch gar nichts, ne? Das nächste ist da unten, wo wir eben waren, wo ich eben entkommen wollte. Aber nee. Entkommen wolltest du? Blöd jetzt gelaufen für dich. Wir haben jetzt schon 12 Minuten. Ist natürlich auch total geil. Wenn ich hier abwarte, kommen welche, oder? Ich bin mir immer unsicher, woran die spawnen. Also die spawnen oft in der Nähe von einem, das habe ich inzwischen feststellen müssen, leider öfters mal. Aber manchmal spawnen sie halt auch einfach eine Kurve vor einem. Das ist teilweise mega dumm. So, entkommen. Danke. Seht ihr, da sind gerade welche gespawnt, oder? Ich glaube sogar vor und hinter mir. Schön, 21% Getriebe. Wir sind echt voll inzwischen. Gut, das war das letzte Mal, dass wir Cops hatten. Für 5 Minuten wahrscheinlich oder so. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir nochmal eben unseren GTR. Nicht wahr? Shopping. Nämlich japanisch. Und zwar bitte einen GTR. Ja. Wie viel Geld haben wir noch über? Optik? Nee, komm, wir machen erst wieder Leistung, ne? Bruder. Guck mal, kannst du nur so auf Super Pro oder Ultimate machen? Gib mir mal Ultimate sofort, ne? Und dann gib mir mal Handling auch bitte Ultimate. Ja, guck mal, wie schön. Und dann lassen wir das Ding auch gleich mal richtig fett aussehen. Erstmal müssen wir nochmal Tuning machen, ne? Alles ein bisschen auf Leistung, ein bisschen auf Straf, ein bisschen auf Höchstgeschwindigkeit, ein bisschen auf das, ein bisschen auf das. Wobei Nitro eigentlich inzwischen egal ist, weil das Nitro allgemein halt echt lange hält. Optik. Erstmal bitte möchte ich die Karosserie in Fett haben. Digga, das ist halt fett, ne? Finde ich nicht gut. Finde ich in Ordnung. Weil ich original schon besser finde als das tatsächlich. Und auch als das. Aber das ist halt... So. Übrigens, um euch mal zu zeigen, wie lange ich brauche, um diese Scheiße hier so zu machen, dass es gut aussieht, ne? Das ist jetzt gerade tatsächlich sogar relativ schnell angefangen. Ich drücke halt auf den Controller, Steuerkreuz nach rechts... Auf der Tastatur D und nach rechts. Ich drücke halt quasi alle Tasten bis auf Steuerkreuz jetzt, Stick. Alles nach rechts, was geht. Und dann dauert das immer noch so lange. Deshalb habe ich euch jetzt letztes Mal nicht mitgenommen, als ich den Aston Martin gebaut habe, weil ich mir halt auch einfach dachte, Digga, das dauert ja für immer, ne? Wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das gar nicht mehr so gut, oder? Wenn das jetzt vollendet hat, gucke ich es mir nochmal an, aber ich glaube nicht. Komm, wir lassen das mal. Nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Warte mal, X. Ja, ich möchte die Änderungen verwerfen, weil irgendwie sieht das so schon am geilsten aus. Gut. Nein, hey, ich wollte es kaufen. Du Arsch.
Nee. Bäh, Schmutz, bäh. Das hier hätte ich gern, danke. Kaufen. 15.000, ja mei, wir scheißen noch quasi Geld. Zurück, danke. Motorhaube, muss man die machen? Boah, sieht ganz nett aus, ne? Bleibt auch so. Ich bin ja allgemein kein Fan von Motorhaube verändern. Felgen. Ja. Ich weiß, Freddy, du hast mich schon wieder, dass ich Serienfelgen runterwürfel. Aber ich finde Serienfelgen halt immer ungeil, ne? Die sehen nie gut aus, meiner Meinung nach. Die sehen ganz gut aus. Die Volk. Muss ich mal kurz merken. Dass da Volkfelgen ganz gut drauf aussahen. Die 50... die 5 Ziegen sehen auch ganz gut aus. Die 5 Ziegen. Ne, zu dünn. Die finde ich auch ganz gut tatsächlich. Die sind so leicht gedreht, ne? Ja, ich glaube, die machen wir mal. Wir machen mal gedrehte Felgen. So, das mal jetzt kurz ohne euch. Bis gleich, ne? So, da sind wir auch schon wieder. Hat eine Stunde gedauert. Wie ihr seht vielleicht, hinten ein bisschen größere Felge als vorne. 1 Zoll vielleicht. Vielleicht ein bisschen weniger. Dachte ich, sieht ganz cool aus. Bin mir noch nie so ganz schlüssig. Ja, auf jeden Fall ganz nette Felgen auf dem Ding hier. Spoiler. Darf schon fett sein, finde ich. Auf so einem GTR. Meiner Meinung nach jetzt. Ich bin kein Carbon-Spoiler-Freund. Bin ich nicht, werde ich nicht. Ich finde den ganz gut eigentlich wieder. Den habe ich auch schon auf anderen Autos gehabt. Ich finde den halt auch wieder gut. Den haben wir auch auf dem Dingens drauf, meine ich. Weil der auch gut ist. Aber ich mag den halt, weil der so richtig tiefe Blätter hat, ne? Ich würde gern wieder einen Lackieren haben. Einen Lackieren haben. Genau, Fisch, genau. Einen Lackieren haben hättest du gerne. Gucken wir mal nach, was hier noch fette Wings hat und ein bisschen tiefer ist. Der, also der 300... Warte, der 302er war das? Ja, genau, der 302er. Aber ist auch wieder ein Carbon, glaube ich, oder Alu. Kann man ja nicht lackieren dann. Carbon. Ich bin kein Carbon-Freund. Der könnte auch gut aussehen, wenn man den ein bisschen fetter macht, oder? Machen wir den mal ein bisschen fetter? Das wird zum Glück nur ewig dauern. Die Karre ist halt jetzt auch übertrieben breit, ne? Endrohre finde ich gar nicht mehr gut. Bin ich ehrlich? Ne, der soll nicht nach oben. Der soll einfach nur breit werden. Der Spoiler sieht hier so verloren drauf aus. Das Auto ist halt auch gefühlt doppelt so breit wie Serie. Ehrlich, bin ich gar nicht mal so sicher, ob das so gut aussieht. Von hinten sieht es tatsächlich nicht so geil aus. Von hinten sehen wir das Auto fast die ganze Zeit halt, ne? Was passt denn da gerade an? Ich sehe einfach keinen Unterschied. Macht der gerade die Tiefe von dem Ding? Ich glaube, er hat gerade die Tiefe gemacht, warte mal. Welche Zone ist das denn? Das ist breit. Ja, hier, mach mal breit hier die Kiste. Ihr seht, wie grandios es funktioniert, ne? Und das geht gerade sogar schnell, verhältnismäßig. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Also so hätte ich mindestens Serie schon mal gemacht. Ich weiß nicht, warum die so schmal machen, ey. Wer denkt sich denn, oh, wenn der Flügel so kurz ist, also dass der nicht mal so breit ist wie die Scheibe, sieht das cool aus. Nee, das sieht einfach scheiße aus. Da kann ich auch JP nicht verstehen, der hat ja auch immer so komische, winzige Flügel da drauf. Oder am liebsten gar keinen. Bin ich nicht so der Freund von. So, und dann möchte ich ein bisschen anwinkeln. Und mit ein bisschen meine ich eigentlich sogar relativ viel. Machen wir mal so. Und schauen wir mal, ob der winkelt. Ja, er winkelt. Ihr seht, wie wenig passiert, ne? So. Das ist gut. Ist halt ein etwas harmloserer Spoiler tatsächlich noch. Ja, das Heck sieht echt nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Leider. Vielleicht ändern da ein paar Rohre was dran. Ja, sieht schon besser aus. Sieht nicht mehr so übertrieben voll aus, ne? Das sieht dusselig aus. Wir nehmen wohl die hier. Weil das sieht echt dumm aus.
Ich finde die Rohre, die JP an seinem hatte, immer noch mit am geilsten. Das waren die geilsten Endrohre, die es jemals gab an einem Auto, meiner Meinung nach. Leider jetzt nicht mehr. Die Endrohre waren fett, ey. So, und ich hätte gerne... The fuck, okay. Matt. Matt Weiß hätte ich eigentlich gerne und nicht Matt Dreck. Also das ist weiß. Okay. Cool. Ja, kaufen bitte, danke. Und ich habe gar keinen Bock, Vinyls drauf zu machen, deshalb lassen wir es auch einfach. Ja, ne? Dann... Habe ich Tuning schon gemacht? Ja. Dann fahren wir. Achso, warte mal, ich habe vergessen, den Spoiler natürlich nicht weiß zu lassen, weil das meiner Meinung nach dusselig aussieht. Wobei, ja, vielleicht sieht das gar nicht so dusselig aus heute, meiner Meinung nach. Achso, und Räder müssen natürlich noch eine andere Farbe kriegen. Spoiler hätte ich gerne. Nee, nicht rot, danke. Wirklich nicht. Ich hätte ihn jetzt schwarz. Dann passt er nämlich auch besser zu dem Carbon. Zum restlichen Dunklen halt. Ja, meiner Meinung nach sieht das besser aus. Darf aber auch matt sein. Genau. Und dann hätte ich gern die Räder. Und zwar, ich glaube auch schwarz. Aber ich glaube tatsächlich auch... Nee. Ich glaube tatsächlich auch matt, oder? Sieht das so gut aus? Ach, bin mir da gar nicht so sicher. Wir lassen das alles mal so. Gucken uns das Auto einmal im Ganzen an. Ja, doch, sieht schon ganz nett aus, meiner Meinung nach. Stimmig auf jeden Fall, stimmig. Weil natürlich zum Schwellerleisten, die jetzt irgendwie auch schwarz sind. Oder soll das Carbon sein? Ich glaube, das soll Carbon sein. Besser Hochglanz gepasst hätte. Aber ich finde das ganz gut so. Wir fahren ja nicht mehr. Wobei, wir fahren damit nicht mehr diesen Part. Die Karre ist schon böse breit, ne? Junge, ist der brav. Der ist halt serienmäßig 20 cm schmaler oder 25. Gut. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann vielleicht noch 2-3 Rennen vorher. Ne? Also morgen auch wieder 2 Parts. Mit den Rennen hier und dann nochmal das Bossrennen da drüben. Ne? Hier, Job. Die Agenten. Bis dahin, haut rein und tschüss.